This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's mal um so ein wichtiges Thema. Und zwar um Glauben, um Vermutungen, die wir immer wieder unbewusst anstellen. Also so oft so. Jetzt überleg mal, wenn ich zum Beispiel sage, stell dir mal die Frage, glaubst du an Leben nach dem Tod? Glaubst du daran? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod, glaubst du daran? Und egal, was du jetzt machst, ob du mir jetzt zustimmst oder nicht, der Punkt ist immer der, dass du wissen musst, dass es nur eine Vermutung ist. Glaub nichts, aber glaub auch nicht, dass es das nicht gibt. Erst wenn du dir bewusst wirst, was du weißt und was du nicht weißt, kannst du wahrhaft Wissen erlangen. Erst wenn du dir wirklich bewusst bist, hey, das ist nur eine Annahme. Du musst auch wirklich, wenn ich jetzt irgendeine Story erzähle oder so, für mich mag das Realität sein, weil ich die Erfahrung gemacht habe vielleicht. Wenn du das nicht erfahren hast, glaub mir nichts, glaub niemandem was, egal wem so. Du musst zu dem Punkt kommen, dass du weißt und was du nicht weißt. Und das ist ganz wichtig. Viele Leute, die sagen dann einfach, oh, wenn jemand sagt, der Mensch ist 200 Jahre alt geworden, dann sagen die das, nee, glaube ich nicht, kann nicht sein. Und der Punkt ist das, dass ihr was glaubt und du weißt es nicht. Du musst erstmal an den Punkt kommen und zu sagen, hey, du weißt es nicht, du hast es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube nur noch, was ich erfahren habe, was ich mit eigenen Augen gesehen, erlebt, gefühlt, getastet oder mit meinem Bewusstsein, mit meinen Sinnen, mit meiner Erfahrung gelebt habe und erfahren habe. Und das ist so ein wichtiger Schritt, um überhaupt zu, ich sag jetzt mal Wahrheit, auch sehr missbrauchtes Wort, zu kommen, um mal wirklich Erfahrungen zu machen, um zu Erkenntnissen zu kommen, muss einem erstmal klar werden, wie viele Annahmen man macht. Wie oft man sagt, wie viele Menschen, alle Kriege auf der Welt praktisch sind irgendwelche Glaubenskriege. Oder die einen glauben irgendwie an Gott und dann ist der andere ein schlechter Mensch, weil er nicht an Gott glaubt. Ich bin dafür, dass jeder Mensch mal ins Hier und Jetzt kommen sollte. Und dann wird immer alles geoutsourced, irgendwo nach außen verlegt. Und dann ist plötzlich der Himmel im nächsten Leben, dann ist der Himmel nach dem Tod, der Himmel was weiß ich wann. Das Paradies ist jetzt hier im Moment für jeden verfügbar. So. Und man muss erstmal an den Punkt kommen, dass man nur noch das erfährt, was man, dass einem klar ist, was man weiß und was man nicht weiß. Dann wollen irgendwelche Menschen in einem früheren Leben schauen, in einem jetzigen Leben. Wenn du eine Reise startest, dann startest du doch auch nicht an einem Punkt, wo du gar nicht bist. Wenn du eine Reise startest, dann schaust du, hey, ich bin gerade in Deutschland. Dann, wenn ich nach Alaska will, muss ich über das Land gehen oder was weiß ich. Aber du sagst nicht, hey, boah, was habe ich im vorherigen Leben gemacht? Nein, du schaust, was du jetzt machst, was du jetzt tun kannst, was du jetzt verändern kannst. Und das ist eben der wichtige Schritt überhaupt, so erkennen, was man weiß und was man nicht weiß. Das klingt so banal, aber sobald du eine Annahme machst, meistens sagt jemand was, sowas wie, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod und dann glaubst du es oder glaubst du es nicht. Schau doch, wenn du die Erfahrung machst, wenn dein Bewusstsein sich erweitert, dann wirst du wissen, was da ist oder was nicht, wenn es vonnöten ist. Aber glaub doch nicht irgendwas. Aber genauso glaub auch nicht, dass es nicht so ist. Glaub nichts, aber glaub auch nicht, dass es nicht so ist. Und das ist wirklich ein Schritt, den man verinnerlichen muss. Das ist kein leichter Schritt. Der klingt so banal, aber das kein Mensch, den ich kenne, der hat es so drinnen. Es ist wirklich so schwer. Es ist einfach. Also es ist leicht, simpel, aber nicht einfach,
dahin zu kommen, weil wir so weit davon entfernt sind. Und das erfordert eine gewisse Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit, die man entwickelt, dass man seine eigenen Gedanken dass man einfach bewusst ist bei allem, was man macht, dass man im Moment ist. Und dann kann man sich erst dabei ertappen, so, hey, ich mache eine Annahme. Und das ist wirklich was, wo man probiert mal euch dabei zu ertappen, beobachtet euch selbst mal dabei, wie es immer wieder denkt, glaube ich nicht, das kann nicht sein. Sag doch einfach mal, ich weiß es nicht. Sag dann, immer wenn du dich ertappst, dass du sagst, ich glaube, das ist so, ich glaube, es ist nicht so. Egal welcher Fall, ob du glaubst, es ist so oder du glaubst, es ist nicht so. Wenn ich irgendeine Aussage mache und du sagst, du glaubst mir oder du glaubst mir nicht, werd dir bewusst, dass du gerade angenommen hast, es ist nicht so oder dass es so ist. Und dann werd dir bewusst und sag dir, ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es ist. Und das ist das, was ich jetzt immer machen möchte. Immer mehr integriere bei mir selbst. Immer wenn ich mich dabei ertappe, sage ich, hey, ich weiß es nicht. Und erst wenn man diese Erkenntnis hat, was man nicht weiß, alles, kommt dieser Drang, wirklich die Wahrheit zu erfahren. Und nicht nur irgendwas zu erfahren, irgendwas anzunehmen, sondern es zu erfahren und es zu wissen. Und das wünsche ich jedem. Und das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr schafft es umzusetzen. Schaut immer drauf, wann ihr was glaubt und wann ihr auch was nicht glaubt. Egal welcher Fall, es ist beides das Gleiche. Immer das Gleiche. Wenn jemand kommt und sagt, hey, es gibt Menschen, die fliegen können, du weißt es nicht. Und du machst wahrscheinlich gerade schon wieder eine Annahme. Glaube ich es oder glaube ich es nicht? Also hör damit auf, sag, ich weiß es nicht. Nur weil das heute nicht so ist, weil das an diesem Ort nicht so ist, vielleicht ist es woanders anders. Macht's gut, Leute. Ciao.